Ja, ich würde mal sagen, da sind wir wieder. Ich hatte nach langer, langer, langer Zeit während eines Streams mal wieder einen DC. Super. Das hat man wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass ich diese beiden Kisten hier eingesammelt habe. Aber das macht ja nichts. Man hat ja vorher gesehen, wo sie sind. So. Jetzt würde ich ganz gerne erstmal eben den Herold da aufsuchen. Wo auch immer der ist. Ach Gott, wie mich das jetzt wieder ankotzt, dass daraus mindestens ein Zweiteiler wird. Blöd. Warum bleibt denn hier? Hey, haha. Tschüss, ich gehe wieder mit meinem Geld. Ich weiß nicht warum, es macht Spaß, das immer noch zu machen. So. Ich hätte gerne den nächsten Standort. Da. Das nächste Standort. Ah, gute Sache. Die haben mich blöd angeguckt. Konnte ich nicht widerstehen. Muss ich hier noch ein paar Mal einsetzen von dem her. Ja, das hatte ich tatsächlich mal nach langer Zeit wieder während eines Streams. Nun, das ist ja ein richtiger Turner. Hallo. Das sieht man sicher nicht alle Tage. Ich will da. Genau. Ach so, dafür muss ich nach oben. Okay. Ruhe. Oh, coole Sache. Coole Sache. Das muss ich auch noch ein paar Mal. Metall wird in diesem außergewöhnlichen Geschäft zu Kunst gewandelt. Kommt und seht es. Welche muss ich denn für die Kiste? Hier irgendwie das. Sieht gefährlich aus, nicht? Ahahaha. An den muss ich mich mal kümmern. Na, das mache ich nicht nochmal wie vorhin. Überlegene Technik. Na, die krieg ich bestimmt nicht beide. Die stehen ein bisschen weit auseinander. Da ist die nächste. Oh. Welch komische Vorstellung. Ja gut, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hochklettern, aber okay. Autsch. Harika, wenn auch gewagt. Wo laufe ich jetzt eigentlich überhaupt? Komm ich hier nirgends irgendwie durch oder was? Mit wem habt ihr trainiert? Selber. Jahrelanges Training. Alles gekonnt. Nur mit ein paar Fingergriffen. Die Richtung will ich. Ist sie über mir oder was? Was ist denn in den gefahren? Ach so. Verstehe schon. Wenn ich dich kriege, weide ich dich auf. Sehr gut. Nichts kann euch aufhalten. Ich hab ihn. Schneller! Ach, renn, verdammt nochmal! Komm,
Ui, bam. Ich will doch nur die Kiste. Und ihr macht hier gleich wieder so einen Heiden auf, stimmt. Also ob der so bequem liegt, so steif wie der da im Nacken hochliegt. Naja, na gut. Soll nicht mein Problem sein. Upsala. Das heißt, wir haben hier jetzt noch die zwei. Danach muss ich mal gucken, wie ich an die da dran komme. Ja, ansonsten müssen wir es halt mal mit einem altbewährten Fighter durchmachen. Geht da nicht anders. Da. Oh. Oh, nee. Komm, lass mich in Ruhe. So. Da irgendwo. So, da. Oh. Ja gut, dann nehme ich es halt direkt mit, wenn ich es schon mal gerade hier sehe. Schön, passt. Nein, lass los. Da? Achso, praktisch. Da haben wir die Kiste schon. Wir sind da prächtig. Das heißt, jetzt kommen die wahrscheinlich innerhalb von dem Top-Kapi-Bezirk. Ja. Da könnte ich aber mal eben kurz schauen, bei der Bank. Hat du Geld? Ja, du hast Geld. Cool. Ich komm vielleicht wieder. Weil das ist sowieso meine favorisierte Bank, davon mal abgesehen. Eins, zwei, danke. Ah ja. Komm, mach. So. Okay, die interessieren nicht. Aber die ganzen Kisten hier hinten, die interessieren schon noch. Ein Sperrbezirk, ob ich sehe hier weit und breit keine einzige Wache. Wunderbar. Laufen wir doch einfach mal so weit es geht. Du. Ui. Aha. Gute Vorstellung. Sieht fast echt aus. Ne, finde ich auch.
Verdammt. Komm ich hier hoch? Nette Vorstellung, doch was soll das? Verdammt. Da komm ich hoch. Eins. Zweite. Okay, weiß ich noch nicht. Muss ich erst mal schauen. Da irgendwo. Hier, okay. Läuft der? Wir haben Schnüche. Müsste ich gerade mal schauen. Ach, hier kann ich Leiter wieder hoch. Okay. Eine ist vermutlich da. Ich gehe jetzt aber erstmal zu dieser hin. Ah. Sehr schön. Da nehmen wir die doch gerade mal mit. Nicht da? Okay. Ach so. Verstehe. Verstehe. Weiß ich schon mal Bescheid. Wo waren die letzten zwei Kisten da hinten? Gucken, wie ich da hinkomme. Okay, die sind noch weiter nach oben. Du bist wahrscheinlich da oben dran. Ja, du bist hier im Turm. Okay. Dann hätte ich jetzt gerne noch die letzte Truhe hier in dem Bezirk. Da. Nein, da wollte ich noch nicht runter. Ah, sehr schön. Da wollten wir doch drauf. So. Die wird wahrscheinlich da drin sein. Nicht? Ach, da. Vermutlich. Richtig? Richtig? Richtig. Am hintersten End, wo es überhaupt keiner bemerkt, wenn die geplündert wird. Muss man nicht verstehen. Ups. Entschuldigung. Den habe ich da nicht gesehen. Ich finde es aber interessant, dass ich hier einfach mal so durch die Gegend latschen kann, ohne dass mich jemand bemerkt. Deswegen schauen wir jetzt mal, dass wir auf dem möglichst kürzesten Wege hier einfach wieder rausmarschieren. Okay. Oh, komme ich da irgendwie hoch? Nein. Da vielleicht? Ah, wollte ich sagen, das sieht mir schon so verdächtig danach aus.
Ist da oben zufälligerweise ein Datenfragment? Nein? Okay, ich hätte sagen können. So sieht's aus. Dann haben wir hier wieder den nächsten Bücherladen. Da. Na komm, gehen wir gerade nochmal zu dem Bücherladen hin. Der ist 103 ich habe, was ihr braucht. Meter oder ähnliches. Das ist ein Pferd. Verdammt. Da werde ich so nicht hochkommen. Da hier irgendwo, oder? Ach so. Ja. Ich glaube, da kann ich nicht da einkaufen. Das ist Sophias Laden. Super. Ja gut, dann laufen wir halt gegebenenfalls in. Ist es nicht hier rüber? Ich bin ins Einkaufszentrum rein. Bitte aufhören, es war nicht. So, wo ist denn der Eingang? Oder einer der Eingänge hier? Das sieht gut aus. Ja, perfekt. Was ist denn der Bücherladen? Da ist der Bücherladen. Den wollte ich haben. Schatzkarten. Das muss ich jetzt gerade mal eben kurz gucken. Was sind wir denn jetzt noch im kaiserlichen Bezirk? Bayezid. Okay. Das ist dann mein nächstes Ziel. Einmal. Zweimal. Wahrscheinlich ist der Bezirk jetzt übersät von Schatzkarten ist schon von Truhen. Ui. Das sind nicht gerade wenig. So, ich mach's mir jetzt gerade mal was einfach. Was sehe ich jetzt noch hier auf der Karte? Fast nichts mehr, super. Dann habe ich irgendwo die Schatzkarten ausgeschaltet. Ah. Die wollte ich noch haben. So, das. Achso, ja, die lasse ich noch drin, falls mal. Ja, okay. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Sehe ich wenigstens wieder was. Ist blöd, dass sich das hier in zwei Richtungen gabelt. Na gut. Fangen wir doch erstmal bei der da an. Hat die Stadt erneut mit einem Geschenk gesegnet. Ah, ja. Ein Wunder, das sehen könnte. Ja, okay, wunderbar. Finde ich toll. Oh, aus eigener Schatulle, wow. Edler Mann. Hm.
So. Da, da, da. Wobei ich... So, jetzt nochmal. Ich glaube, ich mache das alles trotzdem wieder an. So, alles. An, an, an. Gut. Sollten wir trotzdem mit klarkommen. In diese Richtung. In diese Richtung würde ich gerne gehen. Ach. Ab. Ah ja. Hä? Ach so. Sehr beeindruckend. Oh. Wo habt ihr das gelernt? Da. Da ist die Kiste. Dann noch erst zu der und dann arbeiten wir uns von da aus dann mal nach Süden. Und tschüss. Noch weiter nach oben. Okay. Ach, hier. Ich will doch nur die Kiste. Hallo. Haben nicht da dran und lang angeln. Jetzt geht's aber los. So, dann geht es dort weiter. Kann ich da irgendwie um die Ecke? Nee. Aber... Hm? Ah. Sehr schön. Wieder eine Kiste weniger. Dann... Geht's bei der Kiste weiter? Ja, ja. Na gut. Kein Gefühl für Sitte und Anstand. Ach ja. Wenn ich gerade schon mal hier bin. Können wir dann gerade mal weitermachen? Ja, gut. Jetzt wissen wir Bescheid. So. Wieso komme ich hier nicht über 50% drüber? Muss ich nicht verstehen. Oh. Aha. Na gut, dann gucken wir hier mal.
Ah. Wunderprächtig. Das ist was für hartgesottene Assassinen. So. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir hier doch mal. Nein, das wird nicht funktionieren. Das kann ich jetzt schon sagen. 50. Das wird aber funktionieren. Jo. Und dich schicken wir noch los. Wunderprächtig. So, die habe ich jetzt zwar markiert, die Truhe, aber mir erscheint es so, als wäre die gerade naheliegender. So, hier. Ja. Die nehme ich dann direkt mal mit, wenn ich sie schon sehe. Und aha. Da ist die nächste. Ganze Bombenkomponenten sind zwar mal wieder voll, aber egal. Da mache ich dann mal weiter. So. In diese Richtung, das sieht schon ziemlich gut aus. Ist hier unten wahrscheinlich, oder? Wenn meine Tante Funda das sehen könnte. Aha. Da, ja. Wunderprächtig. Da. Wie weit sind die weg? 144. Nein, der kommt da nicht mehr rein. Achso, da ist eine Tür. Scheint mir so, als müsste ich mal hier irgendwie so eine Abkürzung nehmen wollen. Wenn das klappt. Da im Inneren vielleicht. Mal das andere ist. Kann ich das? Nein, nicht ganz. Schade. Schade. Ach, da in der Ecke. Was tat einem dafür, dich so aufzuführen? Wie viel kriegen wir denn da? Schade, reicht immer noch nicht. Sonst hätte ich mir das Gebäude direkt gekauft, aber es soll halt nicht so sein. Dann geht's da gerade weiter. Ach, da kann ich auch rauslaufen. Sehr schön. Dann machen wir das doch mal direkt da einmal raus und Richtung nächste Kiste. Die ist weiter nach oben. Na komm, geht weg. Ich habe keine Zeit. Ah, irgendwo. Ah, da oben. Okay, alles klar. Oh, du willst mich jetzt nicht. Ich glaube, ich spinne hier. Lass mich in Ruhe. So, den haben wir abgehangen. Sehr schön. Dann geht's weiter mit der nächsten Kiste. Achso, es sind zwei. Ja gut, dann sind da wieder zwei übereinander. Und die sind aber weiter nach unten. Okay. Da vermutlich. Ja. Nichts zu schaffen. Fort mit euch. Hey, das ist doch nicht etwa. So, tschüss.
Du hast jetzt mal Sendepause. So. Ah, so viele Kisten bewachen die, okay. Warum nicht? Soll mir aber relativ sein, weil ich krieg sie trotzdem. Oh. Oh, ist wieder was im Geld, im Tresor drin. Hm. Sehr schön. Dann würde ich das doch gleich mal abholen bei der nächsten Bank, wenn ich mal an einer vorbeikäme. Gucken. Komme ich gerade aber nirgends vorbei. Naja, sei es drum. Ach, in die Richtung stehe ich ja schon ungefähr richtig. So, hier rüber, darüber. Da, wo muss ich denn noch oben? Ups. Ich höre es. Ich höre das schon was. Ach Gott, ey. Und bam. Der wollte sich mit mir anlegen. Ja. So. Jetzt doch mal hier zu der Kiste. Mhm. So, dann schauen wir doch mal gerade, wo denn jetzt die nächste ist. Achso, ja, das ist jetzt nämlich das, wo es anfängt, sich zu gabeln. Hm. Na gut. Dann muss ich mal mit der Situation jetzt klarkommen. So. Ja, komm. Der endet tot oder in Ketten. Jede Wette. Ah, da ist die Kiste, okay. Ja, das war gerade ein bisschen waghalsig, der Sprung. Ich hab's gemerkt. Ah, da würde ich gern hin. Ich habe gerade irgend so ein komisches... Komisch. Ich meine, ich hätte irgendwie so ein komisches Geräusch gehört, als wäre wieder irgendwo ein Meuchelmörder in der Nähe. Muss ich mich wohl verhört haben oder so? Also, das, ich muss eigentlich an den da vorbei. Guten Abend. Und tschüss. Oh. Ach, hier. Okay. So, dann... Die nächste ist dort.
Da ist es. Wie weit weg? 64. Na gut, Meter sind es jetzt nicht gerade. Es wäre eigentlich mal interessant zu wissen, was für eine Maßeinheit die das rechnet. Bei Meter könnte es ja schlecht sein. Das Bild flackert. Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Das Bild flackert, das gefällt mir überhaupt nicht. So, okay. Ah, sehr schön. Oh. Immer wieder auf Achse. So. Lasst mich mal gucken. Ach Gott. Nur noch ganz, ganz irgendwo am A der Welt. Autsch. Ja, nee, da kann ich mich jetzt auch fallen lassen und so weiterlaufen. Das muss ich mir gerade so nicht antun. Ach so, in die Richtung muss ich. Okay, so einfach wollte ich es jetzt gerade nicht machen wegen der Truhe. Ich merke schon. Da hinten. Da Truhe. Sehr schön. So, jetzt einen kleinen Moment. Schauen wir doch jetzt gerade mal weiter, wo. Achso, ja, jetzt darf ich ja. Wie sind denn das jetzt noch? Drei Stück oder was? Okay. Will ich jetzt aber gerade mal im DNA-Menü mal überprüfen. Zusätzliche Erinnerungen. Ein. Schätze. Ah, südlicher Bayezid-Bezirk. Stimmt, es sind nur noch drei Stück. Dann haben wir eigentlich nicht mehr so. Ja, gut. Im Arsenalbezirk, da komme ich glaube ich noch nicht hin. Das ist nämlich das, wo mir auch noch der eine Aussichtspunkt fehlt. Ach so. Ach, jetzt ja. Was machst du da schon wieder? Okay. Na gut, wenn ich jetzt gerade hier so die Abkürzung gehen kann, why not? Ach so. Ich gehe mal einen kleinen Umweg um dich herum. Ja, gut, okay. Alles klar. Runter oder ich schieße! Das ist. Ruhe. Meine Güte. Er wollte nicht so, wie ich wollte. Okay, da muss ich jetzt hier wohl leider Gottes dann doch mal etwas weiter drum herumlaufen.
Ja, was soll's. Bisschen joggen am frühen Abend. Ist auch mal was. Kommt und seht, was Stolz und jahrelange Erfahrung. Ach so, warte. Ich führe auch nützliche Accessoires. Sachen, von denen ihr. Ist hier irgendwie um die Ecke oder so? Ja. Servus. Hast du Geld? Ja, hast du. Ein Abschluss mit zwei Gewinnern. Außerdem bieten wir. Naja, wobei, ich glaube, ich bin eher der Gewinner. An der Sache. Bei allen Heiligen, was macht er da? Da haben wir die Kiste. Die wollte ich haben. Na komm, die will ich haben. Okay. Das sieht wirklich gefährlich aus. Da. Und wunderprächtig. Und da die letzte aus dem Bezirk. Das ist. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Tolle Abkürzung. Vor allem ging es schnell. So, dann hätten wir in dem Bezirk auch alle Truhen aufgesammelt. Jetzt möchte ich gerne hier zu den Bücherladen. Ah ja. Machen wir. Ich glaube, die Roten sind grundsätzlich aggressiv, habe ich irgendwie so den Eindruck. Roten Punkte. Schatzkarten bitte. Konstantin Bezirk 1, Konstantin Bezirk 2. Arsenal, ja gut, bringt ja eigentlich noch nichts. Wie viele haben wir denn hier? Ach, der liebe Güte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 13, irgendwie sowas. Achso, ich wollte es ja eigentlich markiert haben. Dann arbeiten wir uns jetzt in dem Fall mal voll unten nach oben. Ich glaube, es sind sogar zwei nebeneinander. Viele sind denn das überhaupt? Da. Eine von 12 und 12. Oh. Das heißt insgesamt noch 21. Also wirklich wohnenswert sieht das hier nicht aus. Achso, und dann bin ich vorhin eiskalt vorbeigerannt. Ja, super. Na gut. Ach Gott. Sag brav gute Nacht. Gott wacht über euch und führt eure Hand. Ich weiß. Verdammt. Oh. Ich fach mit einer einzigen Bombe leben hier. Coole Sache.
Ah ja, coole Sache. Nehmt eure Griffel von mir! Sehr schön. Achso, ja, gut. So, das finde ich doch mal wunderprächtig. Haben wir direkt schon wieder eine Nebenaufgabe erfüllt. So, okay, da, okay. Na gut. Das heißt, in diese Richtung... Fangen wir einfach bei der an. Beziehungsweise machen noch weiter. Na. Mit den Bewahrern von Byzanz zu kooperieren, um sie zur Strecke. Na, komm. Tschüss. Das finde ich sehr liebenswürdig. So, irgendwo. Hier oder so. Vernachlässigt nicht eure Gesundheit. Was kann außer eurer Seele schon wichtiger sein? Hä? Ach, da. Da. Ich glaube, ich bin einmal drumherum gelaufen. Na gut. So. Dann müssen wir da in diese Richtung weiter. Oh. Na gut, machen wir halt so. Ah ja. Coole Sache. Sagt's mal, habt ihr den Eingang? Harika, wenn auch gewagt. Ah. Hier war der Eingang. So. Habt ihr hier die Kiste? Ist dahinter? Ach, dahinter. Ach so. So. Ich glaube... So, gerade mal einen Moment. Fällt da gerade was nicht so. Jetzt da. Das war klar, dass das Bild da irgendwo ein bisschen verrutscht. So, jetzt wieder. Okay. Hier wahrscheinlich entweder. Ja, das war klar, hier ganz in der Ecke. So, dann hätten wir diese Kiste. Jetzt hole ich mir aber erst diese einsame Kiste da. Nur ein paar Minuten.
Ah, das machen wir jetzt doch direkt mal eben als nächstes. Ja, ja, ja. Jo. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. Irgendwie komme ich da nicht über 50% drüber. Oh, hallo. Empfehlenswert, dass ich die so oft wie möglich auf Tour schicke. Sehr schön. Sind die erstmal wieder unterwegs? Ja, das ist so eine Sache, die macht man eigentlich im Normalfall beiläufig. Die Güte, diese zurückzugeben. Boah, Gott, Leute, komm, mach Platz da. Ja, schlimm. Ihr dürft nicht hier sein. Geht! Autsch. So. Ich sag grad lieber. So. Die hätten wir dann. Dann geht's hier unten weiter. Ja, ich möchte gerne hier einfach nur durch. Sehr schön. Qualen im Fegefeuer erleiden. Kommt und seht, was Stolz mit jahrelanger Erfahrung für euch tut. Ist das ein Rennen oder sowas? Okay. Interessant. Aber warum? Ach, da. Teufel auch. Wie geht es übrigens meiner Mutter los? Ist das Ding auf ihrem Gesicht wieder geheilt? Diese Ausflüsse waren sehr unappetitlich. Wie? Oh, mein Bein. Okay. Oha, ganz schön gefährlich. Das hat euch einen Scheißdreck jetzt interessiert, oder was? Dass ich mal eben so neben euch die Truhe geplündert habe. Offensichtlich. So. Ich will mit
euch sprechen. Oh nein, Freundchen. Und tschüss. Lauft! Steht mir nicht im Weg. Da. Ah, da. Gute Vorstellung. Die Truhe hätte ich gerne. Dankeschön. Wunderprächtig. Und weiter zur nächsten. Die sich dann dort befindet. Genau, finde ich auch. Der endet tot oder in Ketten. Jede Wette. Autsch. Ist der betrunken? Habt ihr die Neuigkeiten? Ist das ein Rennen oder sowas? Hey, hier hast du nichts zu suchen. Oh. War sicher nicht. Ah, wunderbar. Hätten wir die auch schon. Dann geht's gerade noch weiter. So, hier in dem Bezirk noch, okay. Dann dürfte ich eigentlich soweit alle haben. Na gut. Da ist dann wo... Der hat wohl von diesen besonderen Kräutern geraucht. Was für Kräuter? Ich weiß zwar nicht, was er meint, aber okay. Nein. Haut ab. Jemand sollte euch ein bisschen Respekt beibringen. Haut einfach ab. Geprüfte Heilverfahren. So. Waren ums Gebäude herum oder was? Nee, nicht ganz. Geht wieder runter zum restlichen Pöbel. Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Tötet ihn! Und jetzt stirbst du! Ah ja. Meine Ohren sausen noch. Warne doch, das klang ganz nah. Was war das? Der Schnall war nicht weit weg. Haben es jetzt mal endlich. So, ich wollte die ganze Zeit hier nur zu dieser einen Kiste hin. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und stattdessen müssen wir hier gleich wieder so einen Aufstand machen. So, wo ist denn hier die nächste Kiste? Weiter oben, oder? Das sieht verdächtig aus. Ja. Sehr schön. Dann
von hier aus die nächste dort. Sieht das eigentlich allgemein noch aus? Ja, gut, dann drehe ich jetzt halt so die Runde im Uhrzeigersinn. Schon irgendwie witzig, dass man sich dann so noch abfangen kann. Natürlich. Mit einem Bild kann der Unwissende viel mehr anfangen als mit 1000 unleserlichen Worten. Dann drehen wir da doch einfach mal den Uhrzeigersinn. Das heißt, als nächstes hole ich mir die da ganz hinten in der Ecke. Okay. Kommt, Freunde, schaut, welchen Unterschied Qualität macht. Ach so, halt, ja, wo ist denn die? Da würde ich gerne mal eben schnell noch einen Abstecher machen. Bank? Bank? Bank! Geld. Danke, dass ihr meine Dienste in Anspruch nehmt. Kein muffiges Leder oder rostiges Metall. Das ist. Wenn ich jetzt schon mal gerade hier irgendwo in den. Ja. Nehme ich die auch direkt mit. Das wäre jetzt schwachsinnig, wenn ich die einfach stehen lasse. Vernachlässigt nicht eure Gesundheit. Ah, da. Ach, da. Ich handle mit äußerster Diskretion. Dann schicken wir doch gerade mal die Assassinen wieder gerade auf Missionen. Wenn schon, denn schon. So. Oh. Hä? 105, 155. Machen wir die doch mal. 50. Okay, die ist gerade in Mache. So. Wunderprächtig. Die kriegt sogar eine allein hin. Die auch. Kriegt die alle allein hin. Okay. Das ist halt immer so schnell durchlaufen. Ach, da wäre auch noch sowas gewesen. Na gut. Na gut. Das war jetzt halt unnötiger Umweg. So. Da in die Richtung ist die nächste. Das sieht mir eigentlich schon verdächtig danach aus. Ja, genau da. Super. Da wäre jetzt auch noch.
allen, die sich wegen des zurzeit im Achtendrittel grassierenden Fiebers an sie gewendet haben, wird dringend empfohlen, die Blutegel etwa 10 Minuten nach Einnahme des Bleitrunks zu entfernen. Hört mich an! Prinz Selim, der miese Emporkömmling, stellt ein Heer auf und scheint bald in die Schlacht ziehen zu wollen. Seine genauen Pläne sind bisher noch unbekannt. Doch scheinbar plant er einen Angriff auf Edirne. Also irgendwie scheint euch das gerade nicht so wirklich zu interessieren, oder? Grüezi. Scheint dir, glaube ich, echt gerade einen feuchten Dreck zu interessieren. Offensichtlich, ja, sie interessiert sich den feuchten Dreck. Ah ja. Ziemlich verbuggt, ne? Komm ich doch irgendwie anders rein? Vielleicht doch. Muss ich gerade mal schauen. Solltet ihr Texte setzen, binden oder kopieren, die besten Raten in der ganzen Stadt. Außerdem biete ich Rabatte auf umfangreiche Aufträge. Ignoriert das Text aus dem Westen. Okay. Bin ich hier dann auch drin? Tatsache. Stört euch jetzt auch nicht, dass ich hier mal eben so durchlatsche oder so, ne? Sind wir fertig mit dem Schutzgeld? Ich meine mit der... Die. Und nun der spaßige Teil. Dieser Schmied, von dem du mir erzählt hast, dieser... Weg, Emma. Hat euch jetzt einen feuchten Dreck interessiert, habe ich so den Eindruck. So, dann kann ich euch gerade noch mal eben wieder durch die Gegend scheuchen. Ja. Okay. Ach so. Wunderbar. Habe ich jetzt nur noch die eine Kiste? Echt jetzt? Komm mal schauen. Oh, das ist die letzte Kiste. Hm.
Aber das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Dass ich dadurch durch das ganze Viertel dadurch rase. Ja, wunderbar. Direkt neben einem weiteren Assassin-Spot. So. Wunderprächtig. So, dann schauen wir uns jetzt mal an. Oh, wir haben 106.000. Noch so ein Irrer. Hast du Geld? Nein, ausnahmsweise jetzt mal gerade nicht. Ich bin an den meisten Tagen hier. Das ist schön, dass du meistens da bist. Dann würde ich jetzt mal gucken. Achso, ich will ein anderer Bezirk. Es ist egal. Theoretisch schon. Ich habe, da nehme ich jetzt noch mal eine Sache vor. Zwar würde ich jetzt gerne, wenn ich schon mal gerade dabei bin, alle Bücher aufkaufen, aber irgendwie laufe ich hier gerade wieder rum, Bogen zusammen. Wunderbar. Ah, hier geht's hoch. Wo ist der Bücherladen? Da ist der Bücherladen. Gut, die Schatzkarte vom Arsenal, die können wir uns auch schon mal direkt zulegen. Dann brauche ich das später schon nicht mehr. Bücher. Jo. 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 So. Jetzt natürlich die Frage, gibt es in jedem Bezirk davon welche? Oder andere, sagen wir es mal so. Das würde ich ganz gerne noch nachschauen. Und ihr? So. Das wollte ich noch nicht. Ich wollte jetzt mal hier auf der Karte gucken. So. Ja, 246, genau, das sind die, wo ich nämlich noch nicht dran komme. Was heißt da? Arcadius, da will ich jetzt mal hin. Denn der Bücherladen. Der müsste hier irgendwo sein. Euklid,
sehr beeindruckend, aber haltet euch besser fern von denen. Pythagoras. So, hast du hier dieselben Bücher? Sieht so aus, okay. Das heißt, pro Bezirk brauche ich immer nur einen abklappern. Okay. Dann gehen wir mal dort als nächstes hin. Vielen Dank und moin moin. So. Ah, wobei. Die schicke ich dann direkt nochmal wieder los. So. Muss ich nicht verstehen. Na, schade. Brauche ich einen speziellen für? Der kann es doch machen. Sehr schön. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Also, da ist der nächste Bücherladen. Gucken, ob der jetzt hier in dem Bezirk andere Bücher hat. Okay, es sind überall dieselben Bücher. Aber nächstes Mal sicher. Na gut. Dann hätte ich jetzt gern, also die haben wir ja da so gut wie alle dann nebeneinander. Mein kleiner Buchladen zu bieten hat, sicher ist für jeden Studenten eine Überraschung dabei. Aha, ich bin einmal über Gewalt und Einschüchterungen, die von einer vergeht mir meine Ungeduldsamkeit. Super. Von hier aus komme ich nicht wirklich weiter. So. Erinnert alle Bürger und Besucher unserer großartigen Stadt immer auf ein Tier fürchtet um die Sicherheit. Ja, einmal alles durchoperieren, dankeschön, da habe ich bereits alles. Ich kann mir endlich die Armbrust gönnen. Ah. Sehr schön. Okay, das ist voll. Das ist voll. Ach so, die kriege ich auch direkt, okay. Erzählt euren Freunden von mir.
Sehr schön. Sehr schön. Da haben wir ja direkt. Ich gerne öfters. Die Mode ist eine launische Mätresse. Mhm. Warum kommt ihr nicht rein und seht was? Genau, finde ich auch. Geld. Nein, hat er gerade zufällig nicht. So ein Mist. Warte, ich gucke jetzt auch mal, ob ich irgendwie Kohle herkriege. Genau die falsche losgeschickt. Aber das sollte eigentlich an Kohle reichen, oder? Ja, 13.000. Das ist beeindruckend. Aber auch gewandt, Leute. Seht die neu? Kein muffiges Leder oder rostiges Metall. Habe ich jetzt eigentlich so weit alles gekauft, was ich kaufen wollte? Ach so, genau. Sind die eigentlich jetzt dann schon voll? Oh. Ja gut, die fülle ich aber gerade noch auf Armbrustbolzen. Tatsache, die sind voll. Okay. Ja, wunderprächtig. Jetzt habe ich eigentlich so gut wie keine Kohle mehr. Ich habe so gut wie alle Läden aufgekauft oder alles das, was ich mir aus den Läden noch kaufen konnte momentan. Dann würde ich nämlich sagen, an der Stelle, dass ich mal so langsam hier Feierabend mache. So, ich meine, wir haben jetzt halt hier vom DNA-Fortschritt heute nicht wirklich was gemacht, aber dafür... Hallo? Aber dafür haben wir uns mit diesen Schätzen hier befasst. Wunderbar. So, an der Stelle war es dann heute.
von meiner Seite. Ich hoffe mal, das hat euch wie immer Spaß gemacht zuzuschauen. Dann sehen wir uns dann irgendwann beim nächsten Mal wieder. Und ja, den Text habe ich jetzt zwar gerade falsch umgesagt, aber ist egal. Macht nichts, dafür sind wir halt erfinderisch und kreativ. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin dann. Ciao, ciao.